Mein Name ist Detlef Gogalla. Ich komme aus Erfurt in Thüringen und lebe seit 1967 in Berlin und war von 1992 bis 2011 Vorsitzender des Freundeskreises Konzerthaus Berlin. Der Auftritt ist ein Mann, der Brücken zwischen Rammstein war ein Klochard. Danach klang es ganz anders. Ja, das war in der Zeit, wo in Ost-Berlin 750 Jahre gefeiert wurde. Und Monate vorher war bekannt, Leonard Bernstein wird mit dem Konzertgebauorchester Amsterdam nach Berlin kommen und 3 Tage, 3 Konzerte spielen. Und ich habe mich natürlich bemüht um Karten. Das war besonders schwierig zu diesen Konzerten. Ich habe mich montags früh gegen 8 zum Konzerthaus begeben und dort stand die Schlange schon, ala kurz und klein, und habe bis Samstagmittag um 13 Uhr, also eine ganze Woche lang, gewartet, bis die Vorverkaufskasse eröffnet hat. Die ganze Sache war nicht nur unterhaltsam, weil ja viele Leute, die man schon vorher beim Schlange stehen kennengelernt hatte, wieder getroffen hat. Und es waren die sogenannten Schlangenbeschwörer am Werk. Die Schlangenbeschwörer haben also die Schlange gesteuert. Jeder, der ankam, kriegte eine kleine Kontrollmarke und konnte dann auch mal eine Nacht oder einen Tag fernbleiben, um sich dann wieder dort einzureihen, wo er schon mal gewesen ist. Und so war die Woche erträglich. Das klingt ja ungeheuer, wenn man hört, eine Woche am Konzerthaus stehen, Tag und Nacht. Ja, und das Konzert war zu Ende, bombig. Leonard Bernstein wurde ja immer mit riesen Beifall empfangen und verabschiedet. Und schnell hat sich rumgesprochen, Leonard Bernstein gibt Autogramme. Wo? Ja, unten vor dem Musikclub im Foyer. Und da ich das Haus sehr gut kenne, war ich natürlich blitzesschnelle unten vor der Tür des Musikclubs und war auch ziemlich weit vorne. Und er begann also mit der Autogrammstunde und er hatte eine Thermoskanne neben sich stehen. Und meine Frau, ein bisschen vorwitzig, Herr Bernstein, was haben Sie denn in der Thermoskanne und so weiter? Na, Sie können ja mal probieren. Und meine Frau kriegte ein Glas Tee eingeschenkt, aber es stellte sich dann heraus, es war hochprozentiger Cognac. Und das hat sie dann natürlich laut verkündet. Inzwischen waren vielleicht 150 Leute da unten in diesem kleinen Foyer und hat laut verkündet, solchen Tee würde sie gerne trinken. Und alle hatten ihren Spaß, alle hatten ihre Freude und ja, das ist die eine Story.